Heute geht es um Akne. Akne ist eine Krankheit, die sehr viele Menschen da draußen betrifft. Wir haben viele Kommentare gesehen und ein Thema hat sich da wirklich herauskristallisiert. Nämlich die Frage, welche Inhaltsstoffe wirklich bei Akne helfen. Deswegen hört zu, ich frage, sie antwortet. Ich bin Max. Und ich bin Barbara, Dr. Meier Lehmann von der Dermatostik. Zu den Fragen zu Akne, also schieß los. Also, wir haben viele Fragen, liebe Leute, da draußen gelesen und mitbekommen. Und vorab erstmal, bevor wir überhaupt hier über das Thema Akne sprechen können. Normalerweise würde ich euch auf unser Hautlexikon verweisen, aber tatsächlich haben sich unsere Gründerinnen dazu entschieden, ein wunderschönes Buch rund um Akne und all die Themen wie Ernährung, Pflege, worauf man achten muss, hier zusammenzufassen. Das bedeutet, liebe Leute, falls euch das Thema betrifft oder falls ihr euch generell informieren wollt, falls ihr in die Tiefe mit eurem Wissen sinken wollt, dann guckt auf jeden Fall mal in diesem Buch vorbei. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an mit den Fragen, ne? Okay. Das Ding ist nämlich, mit Akne ist ja so eine Sache, ne? Wir haben einmal so die äußere Erscheinung, aber das, was viele Leute vielleicht gar nicht so wissen, die selbst gar nicht von Akne betroffen ist, ist, dass Akne viel von dem, was wir außen sehen, eigentlich innen auch passiert. Deswegen würde ich einfach mal fragen, wir arbeiten uns jetzt mal so Schicht für Schicht in die Haut rein und fangen von innen nach außen an und deswegen, Barbara. Okay. Akne ist ja eine entzündliche Hauterkrankung und diese Entzündungen können manchmal sehr tief sein in Form von Knoten, Einlagerungen, Abszessen, Zysten. Da reicht natürlich eine äußerliche Behandlung nicht aus. Es gibt die Retinoide, auch als Isotretinoinsäure, Isotretinoide bekannt, die eben auf den Hautstoffwechsel von innen her wirken, sehr, sehr gut wirksam sind. Aber eben auch Medikamente sind, die zur Behandlung schwerer Aknefälle vorgesehen sind, wegen der Nebenwirkungen. Bei leichteren Aknefällen kann man Retinoide sogar in Cremeform einsetzen, das war ja dann in Form von Adipalinsäuren und auch in Form von anderen Säuren, die zur sogenannten keratolytischen Behandlung da sind. Du hattest dir welche aufgeschrieben, die dich interessieren? Ich habe vor allem, wollte ich zur Salicylsäure was fragen, genau. Und zur Azalensäure wollte ich was fragen, weil das sind so, glaube ich, die meistgelesensten Inhaltsstoffe, die ich so da draußen gesehen habe, genau. Jetzt von den Leuten, die gefragt haben, wie das hilft, genau. Wie das wirkt, was das macht. Also die Salicylsäure ist, ja, ein Allrounder gegen Kopfschmerzen in Form von Aspirin, aber eben auch zur Behandlung, zur keratolytischen Behandlung, zur Mitesserlösung und Entfettung der Haut geeignet. War früher eigentlich eines der wenigsten Mittel, die wir überhaupt hatten. Ja. Wird auch immer noch eingesetzt, aber nicht mehr so hoch konzentriert. Und ist in normalen Waschgels, auch in kosmetisch erhältlichen Waschgels, Waschlotionen enthalten und ist bei leichter Akne, die sich mit wenigen Mitessern, im Prinzip ein bisschen fetter Haut äußert, gut geeignet. Azelainsäure ist im Prinzip eine Weiterentwicklung davon, die es als Medikament in Creme- und in Gelform wirkt. Kann auch in der Schwangerschaft angewendet werden, im Gegensatz zu Salicylsäure, das geht nicht in der Schwangerschaft, ist ein sehr gutes Mittel zur äußerlichen Behandlung bei leichteren Aknefällen. Gut, das waren jetzt Inhaltsstoffe, die wir bei der äußerlichen Behandlung benutzen würden, richtig? Ja. Super, das heißt im Endeffekt, wir haben gerade eben, also vor der Azelainsäure und der Salicylsäure, die innere Behandlung besprochen und mit diesen beiden Wirkstoffen haben wir euch jetzt mal ein paar Beispiele für die äußere Behandlung gegeben, also was wir auf die Haut tragen. So, das heißt, wir haben jetzt einmal über die innere Behandlung gesprochen, wir haben einmal über die äußere Behandlung gesprochen, aber jetzt gibt es ja auch noch so diesen Aspekt der Hautpflege. Genau. Hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwelche Inhaltsstoffe, die wir da jetzt gut besprechen könnten, wenn es so darum geht? Es ist dann, kommt auf die Frage, was kann ich noch für meine Haut tun? Neben der medikamentösen Behandlung. Da gibt es die kosmetisch wirksamen Cremes, die häufig Alpha-Hydroxy-Acid, also Fruchtsäuren enthalten. Alpha-Fruchtsäuren, Beta-Fruchtsäuren, die Beta sind ein bisschen weniger hautirritierend.
Das kann in Cremeform eingesetzt werden, kann aber auch in höher konzentrierter Form zu den sogenannten Fruchtsäurepeelings verwendet werden. Das heißt, es verschönert den Hauttyp, es mildert die Aknemale ab, es mildert kleine Fältchen, Pickelchen bzw. Närbchen ab und ist zur Verbesserung des Hautbilds auch sehr gut geeignet. Das sind super, super gute Tipps gewesen, die du da gegeben hast. Das, was Barbara gerade eben angesprochen hat, das haben wir auch mal in einem TikTok von uns veröffentlicht und thematisiert. Deswegen guckt auch mal auf TikTok vorbei. Nämlich da ging es nämlich um AHA und BHA, was da so der Unterschied ist, wo man das eine benutzt, wo man das andere benutzt. Falls euch das also interessiert, guckt auf jeden Fall da nochmal vorbei. Ansonsten sind es sehr viele Inhaltsstoffe und hier auch wieder an dieser Stelle sehr wichtig ist, dass wir klar sagen, Eigenbehandlung ist keine Sache, die wir empfehlen würden, sondern immer die Behandlung mit einem Arzt oder einer Ärztin im Gespräch. Weil bei Akne vor allem sehr, sehr viele Medikamente potenziell genutzt werden könnten, aber nicht jedes Medikament für dich persönlich jetzt empfehlenswert ist. Deswegen ist es immer wichtig, dass eine Ärztin oder ein Arzt auf deine Haut gucken kann, sich mit dir auseinandersetzen kann. Und falls du zum Beispiel Akne haben solltest und noch keine Ärztin oder noch keinen Arzt haben solltest, haben wir sehr viele Hautärztinnen, so wie die Barbara, die sich darum kümmern könnten. Deswegen guck auch dann bei uns bei Dermanostik vorbei, frag nach, stell deine Fragen und klär das auf jeden Fall mit einem Arzt ab oder mit einer Ärztin ab, weil das ist tatsächlich sehr wichtig. Dass wir nicht in die Eigenbehandlung gehen und irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Produkte kaufen, weil wir mal gehört haben, dass sie gut wirken, sondern dass wir das wirklich spezifisch auf unseren Hauttypen, auf unsere Haut und generell für uns persönlich machen. Ja, das ist noch so ein kleiner Disclaimer, den man da immer so hier hinten dran nehmen sollte. Zum individuellen Hautproblem, die individuelle Beratung könnt ihr gerne bei uns machen. Hundertprozentig. Deswegen, falls ihr irgendwie noch irgendwelche Fragen haben solltet, die wir jetzt zum Beispiel nicht beantwortet haben oder die wir vielleicht in einem Thema noch gar nicht angeschnitten haben, stellt diese Fragen wie immer liebevoll in unsere Kommentare. Schreibt uns gerne alles, was ihr so an Gedanken habt. Ansonsten abonniert, bleibt gesund, sucht euch Hilfe, falls ihr Hilfe braucht, ja, und genießt die restlichen Tage der Woche. Ich wünsche euch damit ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen. Tschüss.